Ja, Probelauf Radtrotten. Also die Kombination aus Radfahren und Biathlon. Was ist das? Ja, man muss sich das so vorstellen, ähnlich wie beim Biathlon. Nur ersetzt in unserem Fall das Mountainbike die Ski. Wir fahren mit dem Mountainbike 4 Runden à 6 Kilometer. Wir kommen also insgesamt auf 25 Kilometer und haben dreimal einen Schießstand anzufahren, wo wir mit einem Luftgewehr auf 10 Meter 5 Schüsse abgeben. Auch wie beim Biathlon, Fehlschüsse werden in unserem Fall mit einer Strafzeit von 1 Minute bewertet und eine Wartezeit vor dem Schießstand wird gut geschrieben. 6,2 Kilometer eine Runde? Genau. 4 Runden? Wir kommen also roundabout auf 25 Kilometer. Mit auch einer gewissen Höhendifferenz? Ja, wir sind am tiefsten Punkt, das ist nahe an der westfälischen Grenze. Und von dort aus müssen wir 100 Höhenmeter überwinden zum Skistand. Wenn sich das Ganze bewährt heute, ist ja quasi der Probelauf. Genau. Dann soll das ja eine Veranstaltung werden, die nächstes Jahr dann offiziell ist. Ganz genau, am 31. August nächsten Jahres, wir sind also noch ein Jahr davor quasi ganz genau, planen wir eine Veranstaltung an dem Samstag mit 200 Teilnehmern. Das heißt also, es ist schon eine anständige Menge an Startern da. Das wird sehr professionell mit professioneller Messtechnik, Schießtechnik und so weiter ausgestattet und überregional beworben. Und ja, wir setzen eigentlich darauf, dass wir das Teilnehmerfeld rechtzeitig und früh voll bekommen. Weil wir gerade bei der Schießtechnik waren, nun hat sich jeder schon mal ein Gewehr in der Hand gehabt. Das heißt, im Moment lief die Einweisung für die Leute, die noch nie geschossen haben. Und das wird auch im nächsten Jahr so sein? Nein, das ist auch in diesem Jahr zu dem Probelauf finde ich, schon angeboten worden. Also der Schießstand ist dienstags grundsätzlich und nach Vereinbarung offen. Ja, der Schießmeister steht dann Gewehr bei Fuß mit den Waffen und jeder kann dort sich in der Schießtechnik üben. Die Teilnehmer nächstes Jahr müssen sich darum bemühen, mal 5-6 Mal mit dem Luftgewehr auf eine Scheibe geschossen. Ob es jetzt 5 oder 6 Mal, aber die Möglichkeit besteht das ganze Jahr über, grundsätzlich am festen Tagen und nach Vereinbarung den Schießstand zu nutzen für Trainingszwecke. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Wir fahren da! Klassiker! Ich schieße einmal noch ums Glöckchen. Ja. Eine Runde um die Bude laufen.